Wobei ich da, glaube ich, dann eher einzelne Linien mache für jedes Gebiet so gesehen. Wobei es halt auch keinen wirklichen Sinn macht. Wenn man dort raus will, dann kommt man halt dort raus. Wie sieht denn das hier um den Linien aktuell aus? Ich habe immer noch Taxi, stand sich gerade. Hält schon mal in der Nähe. Wenn wir denn jetzt die ganzen Schulen. Toll. Wir haben hier. Dort müssten wir hin, dort müssten wir hin. Gut, die anderen sind ja eigentlich auch hier mittendrin. Wie haben wir das nochmal für die. Wir haben einzelne Routen gemacht, die Olivenroute, Moment, die Olivenroute, die einmal ums Viertel herum führen. Vielleicht wäre es auch schlau, hier einen Stop zu nehmen. Der hierhin führt. Einfach, dass wir die ganzen Gebiete nochmal verbinden. Wir haben eine Belmont-Route. Die geht auch nur einmal drumherum. Wir brauchen nochmal eine Verbindungsroute. Aber erstmal. Bin ich blind? Erstmal würde ich sagen, macht das Sinn, wenn wir. Oh Gott, ja, wir brauchen noch ein paar Linien. Ich glaube, ich könnte das vielleicht verbinden. Die Industriegebiete mit den Wohngebieten und den öffentlichen Gebieten zu verbinden. Dass sie nicht ganz so viel laufen müssen. Auenviertel. Machen wir das am besten. Wenn das so gemacht wird, dieses Auenviertel so. Okay, das Auenviertel müssen wir so verbinden, dass wir bei der einen Strecke vom Olivenviertel, der Olivenviertel 1 rauskommen. Frage ist, machen wir es in einem. Ja, wir brauchen eine Route. Das heißt, wir fangen mal hier einfach hier an. Fahren dorthin, halten hier. Dann bleiben wir dort. Fahren hier lang. Halten dort. Hier. Dann bin ich auf dieser Straßenseite. Machen wir hier einen Halt? Das sind, oh Gott, das werden eine Menge Halte. Dann hier.
Dann stoppen wir hier und dann geht's hier weiter. Bisschen ungünstig mit dem Gebet. Dann stoppen wir hier und beenden die und dann machen wir noch mal eine neue Linie, die so gesehen den anderen Teil mitnimmt, die dann hier einen Stop macht. Hier rumfährt. Hier so gesehen mit der Linie connected. Ja, was haben wir das jetzt war? Und wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind hier. Dann hier gegenüber hält und hier und dann sich hier abschließt. So. Ja, Trams und so weiter werden wir im Laufe der Zeit noch machen. Wird wahrscheinlich dann auch die, ja, auf die Hauptstrecken sich dann beziehen. Aber dann müssen wir jetzt nochmal hinkommen. Auenviertel. Würde ich denn ja schon fast eher so. So einen Braunton machen. Und zwei Brauntönen. Der helle geht da lang. Das ist dann. Auen. Route 1. Das ist dann Auen Route 2. Ja, wie viele Stops hat die denn? Eine Länge von 8,4 Kilometern. Erstmal nur 5 Busse vielleicht. Das ist halt die Frage, wie sie es mit den anderen gemacht haben. Wir haben, okay, die können wir erstmal ignorieren, diese beiden. Wir haben sonst immer nur 5. 5 für eine Strecke von 7,4, dann bleiben wir erstmal mit 5. Wobei, 10, die mussten wir schon auf 10 erweitern. Route 2 auf 5 ist auf jeden Fall auf 5. Die Frage ist, wie viele warten hier? Wir sind hier bei 5. Pro Bus passen wie viele rein? 30. 5 Busse für. Einfach viel zu viele Leute, die warten. Wir sollten das erhöhen mal auf 10. Die Frage, warten die wirklich alle? Mich echt interessieren, ob jetzt alle darauf warten, dass der eine Bus kommt. Scheiße. Puh, ja, wir sollten noch etwas schnell langsam. Ja, die können auf den einen Bus warten. Uff. Wir warten alle auf Route 1.
Die wäre jetzt nur auf 30, wa? Das Problem ist, ich fange jetzt nicht alle wieder da vorne an, ne? Dann jetzt der nächste Bus. Kommt aus, ups, aus dieser Richtung. Scheiße, ja, wir brauchen hier definitiv eine Buslinie. Besonders für die Busse. Kommt der nächste. Das ist echt kein Unterschied. Haben wir denn hier überhaupt? Wir müssen mit dem normalen hier verfahren. Ich hoffe, hier ist eine Buslinie mit dabei. Wir haben natürlich normalen. Das heißt, das Problem ist, sie haben hier halt einfach keine gesonderte Linie dabei. Was das jetzt betrifft. Es geht halt erst ab hier los. Doppelt. Gut, das ist aber auch hauptsächlich am Tag. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Wir brauchen definitiv eine Metro. Weil wir müssen die Straße upgraden. So unbedingt so laggen. Eieieiei. Ich hoffe, das ändert jetzt was. Ja, aber sollten diese Straßen auf jeden Fall auch upgraden? Haben wir leider nur bis hier gemacht.
Das heißt, wir können uns damit direkt gleich weiter beschäftigen. Das wäre sogar, glaube ich, diese hier, kann das sein. Ja. Dann machen wir das mal. So. Ja. Das war jetzt nicht so geplant. So, zack. Die Linien, die werden sowieso im Nachhinein dann wieder, oder die Busstationen, Bushaltestellen werden ja im Nachhinein wieder zur Linie hinzugefügt, also von daher passt das ja. Hier haben wir das, dann müssen wir noch dieses Verbindungsstück durchziehen. Hier noch. Ja gut, das war nett, dass da ein Blitz auf irgendwas getroffen hat. Ich gehe mal davon aus, dass gerade ein Blitz gewesen ist. Hallo? Das war jetzt nur die Frage, wo? Ah, never mind. Nevermind, okay, wir haben jetzt auch wieder neue, mehr Leute drin. Es sind nämlich sogar mittlerweile schon höher als wir mal gewesen sind. Ah, noch nicht ganz. Wir waren bei 27.000, 27.500, aber da kommen wir noch hin. Na gut, 34.000, das könnte man doch sogar echt schaffen. Der Plan könnte noch aufgehen.